Moin, ihr Sizzler da draußen. Herzlich willkommen zur nächsten Videoausgabe der Sizzle Brothers. Nice to meet you again. Also nice to meet you again. Yeah. It's time for nochmal die Ginflut. So, genug Werbung gemacht. Heute gibt es Pulled Pork. Und zwar Pulled Pork vom Smoker, vom Pellet Smoker. Aber nicht irgendein Pulled Pork, sondern heute machen wir Pulled Pork aus der Rippe. Dicken Rippe. Aus der dicken Rippe. Wie sind wir darauf gekommen? Ja, es ist ja so, man kann Nacken verwerten, man kann eine Schulter verwerten und man kann natürlich auch eine dicke Rippe verwerten. Ist eher unüblich, aber genau deshalb gucken wir uns das mal an, ob das genauso saftig wird, ob das auch lecker schmeckt und wie es funktioniert. Ich sage euch jetzt nochmal ein Geheimnis, wie wir tatsächlich drauf gekommen sind. Wenn der Metzger weder Schulter noch Nacken hat, aber sagt, dicke Rippe ist super, dicke dann Rippe. Nehmen wir eine dicke Rippe. Dicke Rippe. Also wird das jetzt einfach mal versucht. So sieht's aus. Wir testen es aus. Viel Spaß. So, hier ist sie, die dicke Rippe vom Schwein. Wie ihr sehen könnt, hier oben ist noch richtig schön die Haut drauf. Die nehmen wir dann natürlich runter, weil was passiert, wenn er auf diese Haut Rauch trifft? Das funktioniert nicht wirklich, wird sehr ledrig, nimmt den Geschmack noch vom Rauch extrem intensiv an. Das wollen wir am Ende wirklich nicht haben. Das heißt, die schneiden wir jetzt noch kurz runter. Das geht aber, wie ihr sehen könnt, extrem einfach. Und das Fett lassen wir aber, so gut es geht, darunter noch dran. Oh Mann, jeder Fleischermeister würde sich jetzt hier umdrehen und sagen, was macht der Typ da? Vielleicht sollten wir das Messer mal schärfen, was hältst du davon? So, guck mal an, das ist doch hier in einen Schnitt. In einen Schnitt habe ich das hier entfernt. So, also das Fett oben kann ruhig drauf bleiben. Und jetzt ist auch kein Hexenwerk mehr. Also ich drehe das nochmal um, weil ihr seht mal hier, hier sind die ganzen Rippen noch drin und hier ist auch noch eine Silberhaut drauf. Ja, das stimmt. Ist uns aber egal, weil wir nehmen die Rippen nachher sowieso am Ende raus und das, was hier oben drauf ist, wird dann gepult. Man sieht hier bei dem Stück auch, die Fleischfasern sind sehr, sehr lang. Also ein sehr langfaseriges Fleisch. Und muss man mal gucken, wie das nachher vom Rupfen ist. Wahrscheinlich sehr lange Fäden, die sich dabei rausziehen. Ja, ansonsten ist es jetzt total einfach, das kann wirklich jeder. Und zwar, ihr nehmt euch einfach einen Rub eures Vertrauens. Viele nehmen sowas wie, keine Ahnung, was gibt's momentan, Magic Dust, Pull the Piggy. Und die richtig coolen Anhänger von Sizzle Brothers nehmen natürlich den Hashtag Smoke Rub. Ist ja ganz klar. Nee, Quatsch, wir haben zu Pulled Pork jetzt noch kein Video gemacht mit dem Hashtag Smoke, aber das ist ja im Prinzip unser Pulled Pork aus der Rippe. Und dann können wir mal gleich mal testen, wie das so ankommt. So, da braucht man nicht geizen. Üppig auftragen. Und auch hier, wie immer, wie ihr das von uns kennt, wir legen dieses Fleisch noch heute auf. Das heißt, es wird über Nacht nicht noch großartig in den Kühlschrank ziehen, weil ist so. Weil Hashtag, Moment, Hashtag. Weil Hashtag ist so. nee, Quatsch, also es würde halt nichts mehr einziehen ins Fleisch, weil das hat Hannes auch schon zigtausendmal erklärt. Was sagst du immer? Aufgrund von Osmose? Nee. Ja, es ist so genau, wenn man Flüssigkeiten hat mit Elektrolyten, also Salz zum Beispiel, dann findet ein biologischer Prozess namens Osmose statt, beziehungsweise osmotische Effekte. Oh Mann, jetzt wird's hier richtig. Sprich, das sind unterschiedliche Konzentrationsgradienten und durch diesen Konzentrationsgradient wandern dann Moleküle aus dem Fleisch nach außen, beziehungsweise von außen nach innen, je nachdem, wohin das Konzentrationsgefälle ist. Und das funktioniert aber nur in Verbindung mit Flüssigkeit, Julian. Und da wir hier keine Flüssigkeit haben, das zieht zwar ein bisschen Flüssigkeit, wir werden so einen Millimeter sicherlich ins Fleisch, kann es eindringen, aber ja, eine Marinade funktioniert, was ins Fleisch einziehen angeht, nur mit Flüssigkeit. Deswegen gibt es ja auch Flüssigmarinaden. Jetzt mach den Schalter aus. Hökelagen. Ey, das kannst du nur als Student, ja, als Vertriebler, da sagst du, ja, das ist ganz cool, musst du kaufen. Das ist so das, was ich kann. Ja, so ist es. Vor allen Dingen ist es so, das finde ich ganz witzig eigentlich, ohne jetzt es noch weiter zu bewerben, aber der Rub ist halt mal hell. Wir kennen es sonst immer noch rot, jetzt ist er mal hell. Der Knoblauch, das kommt geil durch. Ich freue mich richtig drauf. So, wir machen jetzt Folgendes, wir gehen zum Smoker. Ist schon ein bisschen dunkel draußen, weil es wird langsam Herbst und dementsprechend schnell dunkel. Und zeigen euch nochmal ganz kurz, was wir einstellen, wobei das auch kein Hexenwerk ist, weil wir haben es beim Brisket schon gemacht, wir haben es... Ja, alles was low and slow ist, wisst ihr, 110 Grad Temperatur, aber wie man es bei dem Pellet Smoker einregelt, zeigen wir euch dann nochmal draußen. Und dann geht's schon los.
Eine Sache noch, bevor das Fleisch auf den Grill jetzt wandert, wird sonst die Frage aufkommen, wie man das eigentlich verkabelt. Zum einen, wir wollen eine Kerntemperatur haben von 88 bis, ich sag mal, maximal 94 Grad. Das ist so das, was wir anpeilen. Überwacht das Ganze mit einem Digitalthermometer, in unserem Fall das Maverick. Wer es nicht kennt, kann sich das Video dazu angucken. Da haben wir mal die Funktion ganz genau dazu erklärt. Auf jeden Fall nimmt man so einen Stöppel hier und führt den hier in das Fleisch ein. Wichtig ist, hier unten sind Knochen. Hier sind so eine Fettschichten, da nicht ruhig. Also wir gehen hier schön rein. Und da muss man schauen, dass man nicht den Knochen berührt. Und dann irgendwann, sag ich mal, schön mittig ist. Wenn man hier wackelt, merkt man hier oben, da kommt es raus. So, da, ne? Das müsste passen. Weil der Punkt ist, wenn ich am Knochen bin und den Knochen berühren sollte, da ist ein anderer Temperaturverlauf als im Fleisch selber. Prinzipiell wird so ein Knochen eher schneller warm. Sodass wir da natürlich dann gefakte Werte haben. Das muss man beachten bei dem Stück Fleisch. Das ist beim Nacken einfacher. Hier einfach nur darum achten, nicht den Knochen zu berühren. So, und jetzt können wir eigentlich schon auflegen und dann beziehungsweise an den Grill gehen. Bei uns wird ja bekanntlich nichts gefaked, deswegen rede ich jetzt auch leiser, es ist schon, ich muss mal kurz auf den Tacho gucken, 10:30 auf den Freitagabend, das heißt, es gibt Leute, die schlafen jetzt schon, also 22.30 Uhr ist es so. Bei uns beginnt jetzt die gentastische Zeit eigentlich. Genau, es ist dunkel, deswegen haben wir hier auch unsere Nightshot oder so ähnlich. Du bist unscharf, heißt die. Alter. Ja? Bin du bist jetzt sowas von unscharf. Ja? Jetzt bist du ja scharf. Okay, ich bin scharf, das war klar. Deswegen unsere Nightshot-Funktion qualitativ nicht das Nonplusultra, aber wenn wir hier jetzt noch Lichter anmachen, dann kriegen wir ja noch einen auf den Sack, weil sie fragen, was macht ihr hier für komische Aufnahmen. Wie dem auch, das sage ich übrigens in letzter Zeit sehr häufig, wie dem auch immer sei, aber gut, wie dem auch immer sei, hier ist unser Pelletsmoker, der ist jetzt auch noch aus. Kann man das wirklich gut sehen, Julian? Ja, kann man. Okay, also der ist jetzt noch aus, da läuft nichts, machen wir später an. Komm, wir gucken erstmal oben rein, Julian. Hier seht ihr einen Haufen Pellets. Das ist nach wie vor Hickory und Apple Pellets gemischt. Macht aber nichts. Hauptsache Rauch ist dran. Und jetzt hier zu den Einstellungen. Wir haben es euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt, deswegen mache ich jetzt keinen langen Tarat raus. Hier schaltet man den ein, dann stellt man den kurz auf Smoke. Es fängt an zu qualmen. Nach 2-3 Minuten hört der Qualm auf. Dann schließt man den Deckel und stellt ihn auf die gewünschte Temperatur. Wir stellen ihn auf 107 oder 121 Grad. Das muss man gucken, wenn es draußen sehr kalt ist, dann eher 121 Grad, weil das Material natürlich nicht, sage ich mal, so dick ist, als dass es die Hitze perfekt speichert. Wenn es draußen nicht so kalt ist, reicht 107, das schwankt eh um plus minus 5, 6 Grad und dann passt das. Und dann werden wir unser Pulled Pork auflegen und das wirklich konstant räuchern bzw. smoken. Jetzt gibt es einige Leute, das habe ich schon gesehen, die sagen, oh, da kommt gar kein Rauch raus, wo smokt ihr denn? Ein richtiger Smoker qualmt nicht, so wie man das vom Räuchern mit einem Weber-Grill oder so mit einer Kugel kennt. Ein richtiger Smoker hat nahezu nicht sichtbaren Rauch drin. Dann ist das nämlich richtig, dann verbrennt das quasi richtig, das Holz, und qualmt nicht. Sprich, ein nasses Holz qualmt zum Beispiel immer, wenn ihr die wässert, die Räucherchips, dann qualmt das ohne Ende, ist alles schön und gut. Richtiges Smoken, wenig Qualm zu sehen, aber es kommt der Geschmack ran, das werdet ihr dahinter auch sehen, den Rauchring, und wir werden es schmecken. So. Ich beende jetzt mein nächtliches Intermezzo. Wir sehen uns in der nächsten Szene bei uns morgen früh wieder. Ja, so sieht's aus. Gutes Nächtle. Gutes Nächtle. So, ihr Lieben, jetzt ist es knapp 8 Uhr morgens. Es sind also wieder mal Rennschweine gewesen, weil ich habe nachts um 12 Uhr aufgelegt. Und ich will mal sagen, die Worte, die Bilder sollten eigentlich jetzt sich sprechen. Man merkt, ich bin gerade aufgestanden, ich bin völlig fertig noch. Guck doch einfach mal nach, wie saftig das Ganze ist. Ich zeig's euch einfach mal eben. Moment, dreh meinen Bildschirm um hier. So. Also eine unfassbar saftige Geschichte. Das, was daneben gelegen hat, ist noch ein Brisket, weil wenn man den nämlich schon mal anmachen, den Grill, dann kann man natürlich auch noch mal ein bisschen mehr machen. Das Video dazu seht ihr aber dann demnächst. Und ich schlage die Sachen jetzt in Alufolie ein
und dann tue ich es in unsere berühmte Warmhaltebox. Ich zeige euch die danach mal, wie die aussieht, aber mach erstmal jetzt das Fleisch fertig, weil das kriege ich parallel nicht hin. Also man merkt, wenn Hannes nicht da ist, ich bin aufgeschmissen. So, das Fleisch habe ich jetzt eingeschlagen in Alufolie und zwar habe ich hier so eine Riesenrolle, extra dicke Alufolie, die ist wirklich sehr zu empfehlen, haben wir damals auch schon bei unseren Pulled Pork Videos immer verwendet, ist extrem ergiebig, verlinken wir euch wie immer unten drunter, weil das ist wirklich eine Alufolie, die nicht kaputt reißt, das ist ziemlich praktisch, weil sonst hat man diese kleine dünne immer und die friemelt immer auf, davon reißt man sich ein kleines Stück ab und die Sache ist durch. Und dann haben wir hier noch unsere Long Job Warmhaltebox, ich zeige das mal eben hier, so sieht die aus. Das ist so eine Kühlbox und diese Kühlbox, da wo es rot leuchtet, die kann warm und kalt. Das heißt, die hält das jetzt Ganze, jetzt, wenn ich auf warm stelle, bei 60 Grad auch warm. Und das ist ganz praktisch, weil so kann ich das Pulled Pork oder diese Rippe jetzt mehrere Stunden, wenn ich möchte, warm halten. In meinem Fall sind es circa 2 Stunden, dann dürfte nämlich die Schlafmütze auch endlich hier sein. Und dann wird das Ganze zerrupft, probiert und ich freue mich richtig drauf. Jetzt machen wir einmal frisch, weil... So kann ich ja nicht vor der Kamera. Was passiert, wenn man Aufnahme drückt, aber der Julian hinter der Kamera vergisst, den Ton anzumachen? Das seht ihr jetzt. Hier ist ein Schlachtfeld. Warte, ich will noch was sagen. Der Typ, der jetzt hier steht, der hat die ganze Zeit zu Hause gepennt. Und zwar bis 12 Uhr. Das möchte ich sagen. Bis 11, nicht bis 10. Ich habe auch schon reichlich probiert gerade. Hier, warte mal. Da. Ja. Hängt er noch? Ja, da hängt noch. Oh ja. Naja, also ihr seht, hier ist schon Schlachtfeld. Ich habe gerade eben bei der Aufnahme, die ihr jetzt nicht mehr seht, schon erzählt, dass man den Knochen toll abnehmen kann. Wir haben auch schon einen Teil gerupft, haben auch einen Teil schon wegvakuumiert, denn wir wollen jetzt nicht alles essen. Wir machen da uns immer gern was weg und essen es dann später. Wichtig beim Vakuumieren ist es, oder idealerweise vakuumiert ihr immer so ein ganzes Stück und ungerupft, weil dann habt ihr hinterher, wenn ihr es auftaut und warm macht, definitiv ein saftigeres Pulled Pork. Ja, das kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal sagen. Apropos saftig. Ja, das ist hier mega. Das Zeug ist der Wahnsinn. Und man sieht es hier, eine sehr lange Faser. Das haben wir vorweg schon gesagt. Diese dicke Rippe hat eine deutlich längere Faser als ein Nacken. Geschmacklich mega. Super geil. Ein sehr schönes Stück. Ist definitiv geeignet. Das hat so in der Mitte ein Stück, das ist etwas fester vom Fleisch. Und der Rest ist mega zart. Ich will das hier eigentlich nicht ganz zerrupfen, aber ich nehme hier mal so ein Teil ab. Ich zeige euch das mal, da braucht man also keine Scheren hier, keine Klauenhände, das kann man so auseinanderfriemeln. Wahnsinn. Und man sieht hier den Saft, wie das trieft, meine ganzen Hände sind belegt. Also, dicke Rippe, funktioniert. Schluck erstmal runter. Ist im Einkauf etwas günstiger, dafür kauft man natürlich Knochen, mit die man entfernen muss. Ich sehe auch gerade hier zwischenhängt noch gutes Fleisch, das will ich nicht verschwenden. Ich will auch mal probieren gleich. Ja, darfst du gleich. Eine Sache noch zum Pellet Smoker. Wir haben jetzt schon, ich würde schätzen, so um die 100 Kilo Pulled Pork darauf gemacht für Caterings und andere Geschichten. Manchmal machen wir uns das ja auch so nebenbei mal, wenn wir Bock drauf haben. Die Schweinchen haben nie länger als 8 Stunden gebraucht auf dem Pellet Smoker. Während wir auf dem Kugelgrill, Gasgrill, Keramikgrill teilweise 18 Stunden benötigt haben. Das heißt, wenn ihr einen Pellet Smoker besitzt, merkt euch das, ein Pulled Pork wird vermutlich nur 8 Stunden brauchen. Wir haben mal eben mit Jörn von Barbecue aus Rheinhessen Rücksprache gehalten. Der hat ja auch so einen Träger-Pellet-Smoker und der sagte auch, seine Erfahrung sagt 7-8 Stunden in der Regel und dann ist das fertig. Wir haben also bei über 100 Kilo Pulled Pork nicht einmal länger gebraucht. Sprich, wenn ihr um 18 Uhr auflegt, dann werdet ihr vermutlich um 2 Uhr in der Nacht schon raus müssen, weil es fertig ist. Eventuell solltet ihr länger wach bleiben, erst um 1 oder um 2 auflegen, dafür dann bis 10 schlafen können oder so ähnlich. Wobei Jörn hat auch schon einen Fall gehabt von 11 Stunden, sagt er. Ah, okay. Also. Aber grundsätzlich die deutlich Ausnahme schneller. Bestätigt die Regel. Ja, deutlich schneller, aber als Pulled Pork auf anderen Geräten, definitiv. Ja. Also, Quintessenz dieses Beitrages von mir jetzt ist: dicke Rippe ist geeignet für Pulled Pork, ist in meinen Augen saftiger als Nacken. Ähnlich saftig wie Schulter, würde ich behaupten. Man hat eben auch einen Knochen dran. Knochen ist immer gut, da sitzt auch Geschmack dran. Ja, ansonsten darf Julian jetzt auch mal probieren. Damit beende ich diesen Take. Feierlich. Mit einem Stück Pulled Pork. Ich möchte auch nur ganz, ganz kurz noch probieren.
Weil wir haben eins vergessen zu sagen, was eigentlich mit dem Rub? Wie schmeckt der Rub? Jetzt ist natürlich die nächste Sache klar. Wenn die Sizzle Brothers, die einen eigenen Rub entwickelt haben, sagen, dass der Rub lecker schmeckt, dann muss es ja so sein. Ne? Also wenn wir jetzt sagen würden, es schmeckt scheiße, ist ja auch blöd. Aber ich guck mal. Merkst du diesen Fettfilm auf der Zunge? Das ist geil, ne? Mega. Also, mir hat der Rub gut geschmeckt. Was sagt denn der Julian? Fantastisch. Aha. Wundert mich, dass unser Rub schmeckt. Oh. Guck mal. Besser als Cidala Bello. Also auch für Frauen geeignet? Nein. Ende vom Lied ist, probiert den einfach mal selber aus. Den Rub, probiert das Gericht mal selber aus und sagt uns einfach mal, was ihr davon haltet, auch mal andere Stücken zu nehmen, als den Nacken und die Schulter, die es normalerweise gibt. Das war uns ja wichtig zu zeigen, dass man eben mit anderen Stücken was Leckeres zaubern kann. Und vor allen Dingen die Preis-Leistung stimmt in meinen Augen auf jeden Fall bei dem Stück. Ja, mehr ist nicht zu sagen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Hat dir unser Video gefallen? Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben, ein Gefällt mir auf Facebook und vor allen Dingen, wenn du unseren Kanal abonnierst und deinen Freunden davon erzählst. Genau, und falls du noch Fragen hast, die unbeantwortet geblieben sind, darfst du uns gerne einen freundlichen Kommentar hinterlassen. Guck mal in meiner Infobox vorbei, da findest du alle Produkte, die wir heute verwendet haben und vor allen Dingen auch die Links in einem T-Shirt-Shop. Und wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Mach's gut. Mach's hübsch, ciao.